heil ich mich selbst? Kann das sein? Vielleicht ist es deshalb auf leicht, weil ich mich selbst heile? Okay, das Ding da ist anders. Shit. Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Shit. Oh Mann. Das wird ja spaßig. Das Bewusstseinsfeld. Dr. Dayo Igwe. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hat wie alle revolutionären Forschungsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine vorhersagbare Entwicklung vollzogen. Erstens wurde sie von Skeptikern verlacht, da sie den bisherigen Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft widerspricht. Zweitens mussten die Skeptiker zugeben, dass an ihr etwas Wahres dran sein könne. Doch sei die Beweislage mager. Drittens wurden führende Forscher und noch viel wichtiger die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. Schließlich behaupteten eben dieselben Skeptiker, die sie einst verlachten, es sei ihre eigene Idee gewesen. Okay. Ja, so kann's mal gehen. Bei wissenschaftlichem Fortschritt, so. Sind wir überhaupt in welchem Floor? Fabrication. Dann sind wir im dritten Stock, okay. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich langsam nach unten durcharbeiten. Tutorial. Viele Objekte auf der Talos 1 können repariert werden, vorausgesetzt du hast die Reparierenfähigkeit und genügend Ersatzteile, um ein Objekt zu reparieren, halte G gedrückt, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Das ist... Alter, das ist aber ganz komisch durch den Boden geglitscht. Meine Fresse. Schrotpatronen, ui. Ja, so langsam werde ich vielleicht mal eine Waffe brauchen. Weil dieses Phantomviech da. Do not enter. Warum nicht? Dieses Phantomviech, das werde ich ja vielleicht. Okay, aber hier geht nichts mit den Aufzügen. Oder ist das ein Paternoster? Keine Ahnung. Ich werde sicher eine Waffe brauchen. So, wer ist das? Was? Nee, Glue-Kanone. Ach, da hatte ich auch irgendwas gelesen. Dass das eine sehr seltsame Waffe sein soll. Glue-Kanister. Ich muss das Ding dann irgendwie festkleben oder so. Wer sing? Glue-Kanone, die Transtar-Glue-Kanone. Gelschaum, Laminierungsorganismus-Obstruktor. Setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Glue kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladungen deaktivieren. Sobald Glue ausgehärtet ist, kannst du außerdem drauf klettern. Abfeuern. Durchgängiger Strahl, okay. So, aber was hat denn der jetzt hier noch? 25 Schaden am Anzug. Oh, das ist okay. Das werde ich auch gut gebrauchen können. Medkit und... Oh, noch. Okay, Glue-Kanister. Was habe ich jetzt? Habe ich 312? Also 312 Schüsse vielleicht. Na, das wird wahrscheinlich weniger sein, wenn man auf normal und schwer spielt. Alter, wie viel denn noch? Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Okay. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Jetzt kommt es mir also vor,
erst ein bisschen Half-Life, dann ein bisschen Portal und dann noch ein bisschen... Erstmal da reingehen. Ich denn nicht rein? Ach, da brauche ich einen Code. Okay, den müsste ich dann erst finden. Und dann könnte ich erst da rein. Okay. Und jetzt ist es noch so ein bisschen Bioshock. Okay, ein Eimer war, glaube ich, falsch. Okay, aber wenn ich dann draufschlage, dann tue ich den Glue ja wieder kaputt machen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Hier waren nur noch viel mehr von den Teilen. Hier waren nur noch viel, viel mehr. Ja, vielleicht geht dann der irgendwie ein Bossfight los oder so. Tja, dann vertrauen wir mal dieser unheimlichen January und ziehen uns das hier rein. Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transstar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um deinen Transcribe zu öffnen und geh anschließend zum Neuromods-Bereich. Ah, okay, das ist jetzt der Skillbaum. Wissenschaftler, nutze dein Wissen in Bereichen der Wissenschaft, Medizin und im Umgang mit Laborausrüstung, okay. Techniker, modifizieren mit der Rohrzange oder Sicherheit, körperliche Fähigkeiten, Umgang mit Waffen und ein taktisches Denken. Hat die jetzt irgendwas gesagt, was ich skillen soll? Ich weiß es nicht. Was ist das? Effektivität von Medkits. Okay, das. Du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Ich nehme mal das hier. Dann komme ich vielleicht da in die Tür rein. Scheiße. Ah, das geht dann ins Auge. Deswegen war das Auge rot. Improvisation war schon immer ihre Stärke. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Ja. Warte mal. Talos One, hier wurde auch was geschleift. Favoritenrad. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und Psi-Kräfte auswählen und ausrüsten. Ja, okay. Aber... Glukanone, ich habe ja noch keine Psi-Kräfte. Ach, da komme ich dann in die Lobby, okay. Ich gucke mich aber erst noch ein bisschen um. Hier waren doch noch viel mehr von den Viechern. Aber die sind vielleicht alle abgehauen. Skill Recording Room. Da komme ich nicht rein. Security for Entrance. Ich kann ja auch nur Sicherheitsstufe 1. Alter, zu zweit sind sie. Okay, aber man muss schon öfters draufballern. Alter. Irgendwie stelle ich mich nicht so gut an. Das muss ich echt noch lernen. Naja, aber es wurde ja gesagt, es ist einigermaßen schwer. Und das wird wahrscheinlich noch viel schlimmer. Oh, Backe. Da
Das habe ich noch nicht verstanden mit der Glukanone. Es hat jetzt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Okay, und hier haben sie es versucht abzuwehren. Den Angriff, aber es hat nichts geholfen. So, könnte ich das jetzt interagieren? Hacken. Die Hackerfähigkeit ermöglicht dir Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeitsterminals und Sicherheitsstationen schützen zu umgehen. Mit verbesserter Fähigkeit kannst du Robotersysteme wie Geschütze und Operator-Einheiten hacken. WASD, Bitstrom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Okay, so ein Minigame. Ja, wie gesagt, erinnert mich auch ein bisschen an Bioshock. Da war ja das mit dem Hacken dann auch so. Okay, aber ich probiere es halt mal. Also, ich muss... Ah, okay. Ach, das ist wie so ein Flummiball. System überlastet, okay. Und das gibt mir dann Schaden. Naja, ich probiere es nochmal. Alter. Man muss aber schon hier gut... Boy. Ist das gemein, dass, weil der wie so ein Flummiball von den Wänden abprallt. Das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Und die Zeit ist verdammt kurz. Ich war fast da, ey. Boah, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Ich will da aber rein. Kann nicht so schwer sein. Und jetzt? Hä? Was soll man dann denn machen? Was soll man dann denn machen? Ich verstehe es immer noch nicht. Krieg ich nochmal ein Tutorial? Gibt's doch gar nicht, ey. Ja, das werde ich wieder nicht schaffen. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich muss das irgendwie nochmal angucken. Ich muss mir das dann irgendwie muss ich... Aber ich will das lernen, weil was... Das bringt mir ja nichts, wenn ich es nicht weiß. Boy, kann ich das noch irgendwo lernen? Neuromods. Ja, aber wie es funktioniert, habe ich... Was macht man denn dann? Oder ich muss genau in die Mitte treffen. Boy. Mann, muss ich mich erstmal heilen hier? Will mal ein Medkit nehmen. Geh. Okay. So richtig geil ist das auch nicht. Hä? Bin ich? Ach, da oben. Oh Mann. Alter! Flummiball. Ach, und dann muss ich eine bestimmte Taste drücken. Okay. Jetzt verstehe ich es aber allmählich, das Prinzip. Das ist immer eine andere Taste. Y. Oh Mann, ey. Was für eine schwere Geburt. Und hat sich's gelohnt? Waffen-Upgrade? Ja, doch. Du kannst ein Waffen-Upgrade erhalten, damit kannst du deine Waffen verbessern. Aber soll ich das jetzt schon verwenden für die Glukanone? Sicherheitsstation. Kein Passwort. Ah, okay, das kann ich noch nicht machen. Das ist 2. Eieieiei. So. Da. So. Waffenmodifikation. Erfordert die Fähigkeit Waffenschmied. Ah, okay. Das heißt, ich könnte das jetzt nicht einfach so da drauf tun. Oder? Ah doch, Glueffizienz. Effektive Reichweite. Mache ich das mal.
Ich weiß nicht, ob das geht. Bestätigen. Okay. Dann hätten wir das. Das ist schon einigermaßen umfangreich, schon jetzt. Also da werde ich viel zu tun haben. Können aber nochmal in den Conference Room gucken. Hier wird doch sicher auch irgendwo... ist jetzt so geneigt, da immer drauf zu hauen. Weil irgendwo ist doch hier auch wieder eine Mimik. Agavenreste, okay. Keine Ahnung, was ich damit mache. So, our patented skill recorder safely scans and records all the activity in your brains. In your brain as you perform your special talent. Okay. Das heißt, was einer mal an Kreativität hat, kann dann in einen anderen eingepflanzt werden. Krass. Oh Mann, hier ist eine Leiche. Robert Gage. Agavenreste. Und ich muss mal gucken, was man damit macht. Materialertrag, okay. Das hier. Transcribe. Was mache ich jetzt damit? Mit dem... Ah, L. Robert? Alice! Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Shh. Moment mal. Da kommt wer. Tja, das war das Letzte, was man von ihm gehört und gesehen hat. Aber evakuieren hieße ja dann, von der Station wirklich runterzukommen. Denn wir sind hier ja nicht auf der Erde. Talos One. Ah, okay, da ist dann das Level abgeschlossen. Ja, keine Ahnung. Sollen wir hier noch was machen? Wusste nicht was. Da oben rauf kommen wir irgendwie nicht. Oder? Ach nee, hier war ich noch gar nicht. Boah, ich treffe aber auch nicht wirklich gut. Okay, das ist wieder so ein Viech, was einfach nur vor mir wegrennt und mich erstmal nicht angreift. Manche sind auch aggressiver als andere. Okay. Huch! Okay. Occupied. Aha. Was ist das denn? Ah, ein Tee. Der bringt mir bestimmt Heilung. Das ist gut. Ich habe so viel Leben jetzt schon verbraucht. Einfach durch... Ganz schön großzügig. Einfach durch dieses Hacken. Das mitnehmen, zerknittertes Papier, okay. Irgendwas wird man damit machen können. Ich sammle so viel wie möglich. Habe ich ja bei Bioshock früher auch so gemacht. Damit man dann halt einfach die Ressourcen hat. Deswegen gucke ich mich hier auch genau um. Da ist noch was synthetisches Material. Ja, nehmen wir auch mal mit. Okay. Die sind einfach so komisch angeordnet. Du weißt jetzt nie, ob irgendwie doch eine Mimik da ist. Okay, ich sehe schon, was hier so ein bisschen der Reiz des Spiels ist und
So. Alles eingesammelt und naja, wenn noch mehr da sind, dann haben sie Pech gehabt. Aber dann nach da oben komme ich irgendwie nicht. Ich wüsste nicht wie. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Bestätigen. Eine mysteriöse Kontaktperson namens January führt dich in die Hauptlobby dieser Einrichtung. Jetzt werden wir dann wahrscheinlich gleich sehen, dass wir eben nicht auf der Erde sind. Wird gespeichert. Upsi. Okay. Aber ich würde sagen, das mache ich ein andermal, denn das war jetzt die erste Aufnahmesession. Einmal ist OBS abgestürzt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles und das wird ein bisschen dauern, das alles zusammenzufügen. Oh ja, da sieht man ja schon. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Ja, gleich. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Also in diesem Sinne, ich find's cool, das Spiel. Ich glaube, es könnte durchaus schwer werden. Selbst auf leicht. So wie ich mich anstelle. Aber es ist schon echt cool gemacht und spannend gestaltet. Und ich bin gespannt auf die Story, wie sich das noch entwickelt. Und ja, deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.